Über den heutigen Handelstag am Martin Luther King Feiertag der USA möchte ich besser den Mantel des Schweigens ausbreiten. Die Europäer sind nicht in der Lage, irgendwie etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Aber es gibt etwas, was ich heute gefunden habe, was mich sehr nachdenklich macht, was ich erstaunlich finde. Und es könnte nämlich sein, dass eine Vision, ein Plan von Donald Trump jetzt aufgeht, nämlich, dass die Energiekrise, in der Deutschland derzeit zweifellos ist, mit explodierenden Gaspreisen, mit explodierenden Strompreisen, dass hier ein alter Plan von Donald Trump umgesetzt wird. Und offenkundig gibt es hier ein paar Leute in Deutschland, die eifrig an diesem Plan gearbeitet haben. Und dieser Plan richtet sich auch gegen Nord Stream 2, richtet sich gegen die Russen, richtet sich gegen diese doch eine starke Abhängigkeit Deutschlands von Russland. Und was ich damit meine, will ich im Folgenden mal kurz zeigen. Wir haben ja damals im Jahr 2018, da war der Donny gerade richtig in Hochform und hat es geschafft, die Deutschen so ein bisschen zumindest zu überzeugen, Mensch, ihr könntet doch unser Flüssiggas nehmen. Damals das Problem, dieses Flüssiggas aus Russland viel, viel teurer als das, was wir ganz bequem aus Russland oder aus Norwegen beziehen. Dementsprechend war die Neigung da nicht sehr ausgeprägt, hier wirklich dieses Flüssiggas aus den USA zu beziehen, eben wegen den doch deutlich höheren Kosten. Gleichwohl hat Merkel damals dann gesagt, na gut, Donny, wir bauen so ein paar Flüssiggasterminals, also ein paar Terminals, dass dieses Flüssiggas dann in Deutschland auch wirklich angelandet werden kann. All das war 2018 damals schon die ganz große Diskussion um Nord Stream 2, um diese Pipeline, die durch die Ostsee geht. Also so viel weiter sind wir jetzt nicht. Nach wie vor ist diese Pipeline nicht in Betrieb. Nach wie vor haben wir diese Diskussionen. Und dann hatten wir ja die Situation kurz vor Weihnachten. Hier mein Marktgeflüster vom 23. Dezember, das war ein Donnerstag, weiß ich noch wie heute, als plötzlich die Gaspreise kollabierten geradezu. Warum? Weil eine ganze Armada von Flüssiggas Tankern aus den USA plötzlich Kurs auf Deutschland, auf Europa nahm und damit klar war, ui, die Gasversorgung ist gesichert, damit sind dann die Gaspreise ziemlich deutlich gefallen zwischenzeitlich. Also es war möglich, dass plötzlich eine Kavallerie aus den USA sich auf den Marsch begeben hat Richtung Europa und bums sind die Preise für Gas dann sofort gefallen. Hier unten sehen wir, wie diese Lemminge sozusagen sich dann auf Europa zubewegt haben. Jetzt haben wir aktuell heute die Meldung auf Finanzmarktwelt gebracht, dass Gazprom für Februar keinerlei Pipeline-Kapazitäten für Lieferungen nach Deutschland gebucht hat. Für den gesamten Februar. Das ist gelinde gesagt ein bisschen erstaunlich. Was passiert da? Warum passiert das? Normalerweise ist es so, dass deutsche Firmen den Auftrag geben, Mensch, wir würden gerne von Gazprom oder anderen russischen Konzernen Gas haben und dann würde Gazprom eben die Pipeline-Kapazitäten buchen und das Gas liefern. Das ist in der Vergangenheit immer alles sehr zuverlässig passiert. Wenn also Gazprom keine Pipeline-Kapazitäten bucht, dann wurde offenkundig auch von Deutschland nicht bestellt oder nicht von deutschen Unternehmen bestellt. Aber warum nicht? Wir wollen doch jetzt im Winter nicht allzu stark frieren. Und vor allem blicken wir mal jetzt auf diese Grafik. Da sehen wir oben Nord Stream 2, diese nach wie vor nicht wirklich in Betrieb befindliche Pipeline, die eben vom Norden Russlands dann über die Ostsee geht. Jetzt gibt es eine andere sehr, sehr wichtige Pipeline, das ist die sogenannte Jamal-Plattform. Die geht über Minsk durch Polen und kommt dann in Ostdeutschland an. Und dann gibt es noch eine Pipeline unten, Transgas-Pipeline, die geht durch die Ukraine, also die derzeit ja so stark im Fokus ist, dieser Konflikt zwischen dem Westen, zwischen den Amerikanern, zwischen der NATO, zwischen Europa, wenn man so will, und Russland um die Ukraine. Jetzt wird ja immer gesagt, ja, das wäre ja unfair gegenüber der Ukraine, wenn man Nord Stream 2 genehmigen würde, aber das ist eigentlich sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt, denn hier handelt es sich um eine Pipeline, die von Nordrussland ausgeht und einfach den kürzesten Weg über die Ostsee nach Deutschland nimmt. Die hat mit Ukraine gar nichts zu tun, denn aus diesen Regionen wird das Gas, wenn überhaupt, normalerweise durch die Jamal-Plattform geliefert, die also viel nördlicher von der Ukraine eben durch Weißrussland verläuft, dann durch Polen verläuft. Die hat mit der Ukraine gar nichts zu tun. Also das Argument, Nord Stream 2
würdet die Ukraine hier aus dem Spiel nehmen in Sachen Gaslieferung, stimmt schlichtweg nicht. Das ist nicht gerechtfertigt. Also darum kann es nicht gehen. Aber meine These ist, dass es darum geht, die Abhängigkeit Deutschlands von Russland von dem Gas deutlich zu verringern. Und wie groß diese Abhängigkeit ist, das sehen wir mal hier in einer Grafik von Gabor Steingart und Pioneer. Da ist Russland mit 55,2% mit Abstand größter Lieferant vor Norwegen und dann The Netherlands mit 12%. Sonst eigentlich praktisch nichts vorhanden. Also, es gibt eine maßgebliche Abhängigkeit. Deutschland bestellt aber dennoch nicht von dem Lieferanten, von dem es mehr als die Hälfte seiner Gaslieferungen bezieht. Warum eigentlich nicht, könnte man sich fragen. Und jetzt wollen wir uns mal was anderes anschauen. Offenkundig laufen Gespräche einerseits schon länger zwischen verschiedenen Unternehmen, wie man denn dieses russische Gas ersetzen könnte. Und damit die alte Vision von Donald Trump, Mensch, ihr braucht kein Nord Stream 2, ihr kauft unser amerikanisches Flüssiggas, das ja sehr komprimiert ist. Und dann könnt ihr das verwenden und wir sehen, dass jetzt die Natural Gas Flows zu diesen Flüssiggasterminals in den USA für den Export jetzt auf einem neuen Allzeithoch sind und wir sehen, dass die Amerikaner, hier so sieht das aus, solche Flüssiggastransporte, dass die Amerikaner inzwischen jetzt Nummer 1 der Flüssiggasexporteure sind und ich habe mir die Daten, die historischen Daten mal angeschaut jetzt in Vorbereitung dieses Videos, wo kommt denn da Deutschland vor eigentlich bei diesen Flüssiggaslieferungen? Wir erinnern uns, Merkel hat 2018 gesagt, ja, wir bauen Flüssiggasterminals, aber ich habe mir diese Statistiken mal angeschaut, die reichen bis 2020, 2021 ist noch nicht dabei. Jedenfalls kommt Deutschland in diese Liste der Staaten, in die die Amerikaner ihr Flüssiggas exportieren, gar nicht vor. Null. Ist nicht vorhanden, wurde nicht geliefert, weil die Deutschen eben sich gesagt haben, wir haben es doch viel billiger aus Russland. Aber jetzt sind inzwischen ja die Gaspreise so massiv gestiegen, dass natürlich dieses amerikanische Flüssiggas in Relation zu den so massiv gestiegenen Gaspreisen natürlich wieder attraktiv sein kann. Dementsprechend scheint es so zu sein, dass jetzt hier entweder Geschäftsinteressen am Start sind, die sagen, Mensch, wir würden gerne aus Profitgründen eben jetzt Flüssiggas aus den USA lieber ordern, als das Gas aus Russland. Oder es steht eine politische Agenda dahinter oder beides, keine Ahnung, dass man sagt, nee, wir wollen diese sehr starke Abhängigkeit von russischem Gas einfach mal eliminieren und zeigen den Russen, dass wir auch ohne sie können, indem wir eben amerikanisches Flüssiggas bestellen. Das scheint hier wirklich ein interessantes Spiel zu sein, das da hinter den Kulissen läuft, ob politisch, ob profitorientiert, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir, dass sich Bewegungen beim russischen Rubel derzeit abzeichnet. Offenkundig, so heißt es inoffiziell, wolle man nicht länger konkret darüber nachdenken seitens der Amerikaner, dass man Russland aus dem SWIFT-System rausschmeißt, also aus dem System, über dem praktisch alle Transaktionen international im Geldwesen laufen. Dadurch eine Erholung des russischen Rubel, wie wir hier sehen, der dennoch den Preis von Öl, an den er normal relativ stark gekoppelt ist, doch deutlich underperformt. Der Rubel sehr, sehr schwach in Relation zu den doch sehr hohen Rohstoffpreisen und Russland als Profiteur, als Exporteur dieser Rohstoffe müsste ja eigentlich gutes Geld verdienen. Wie stark alleine jetzt etwa die Stromkosten nur steigen werden und deswegen der Begriff eben Energiekrise sehen wir hier. 54% dürfte durchschnittlich eben der Strompreis alleine steigen. Von Gaspreisen brauchen wir gar nicht zu reden. Die sind teilweise mehrere hundert Prozent gestiegen. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal den globalen Kontext uns anschauen, dass China etwa so viel Kohle jetzt produzierte wie noch nie in der Geschichte, nämlich im Zeitraum November, Dezember. Das war Staatspriorität, da hat man verfeuert, was ging, um eben die Energieversorgung der Chinesen sicherzustellen. Das ist gelungen, wir bauen bis 2030 Kohle ab oder Kohlekraftwerke ab. Das passiert als Wiederaufbau in China mal in ein, zwei Monaten. Das sieht so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen die Relationen, mit der wir hier agieren. Und da könnte man vielleicht, wie Marc Friedrich, auf den Gedanken kommen, dass Deutschland vielleicht sogar die dümmste Energiepolitik der Welt hat. Oder passiert dahinter in den Kulissen doch etwas anderes, nämlich die Abkoppelung von dieser Abhängigkeit von Russland. Gute Frage. Ich werde in diesen Artikel von Marc Friedrich, den er bei Finanzmarktwelt veröffentlicht hat, mal unter dem Video posten. Darin zum Beispiel die Aussage, die deutsche Energiewende, die chaotische Energiewende kostet Deutschland
bis zum Jahr 2025 etwa 520 Milliarden Euro. Bis 2030 wird es dann 1 Billion Euro sein. Das sind 10.000 Euro pro Bürger. Also sind es wir, die die ganze Geschichte bezahlen. Das ist natürlich nicht das allerbeste Gefühl, wenn man das so sieht. Alleine Deutschland hat ja die höchsten Stromkosten weltweit. Es gibt kein anderes Land, das ähnlich stark betroffen ist. Und wie man vielleicht eine Lösung bei dieser Greenflation, bei dieser grünen Inflation, bei dieser politisch gewollten Verteuerung von Carbon-Energieträgern, also von fossilen Energieträgern, was da vielleicht der beste Weg wäre, das hat der gute Christian Rieck aufgezeigt mit seinem Video Preisexplosion Greenflation. Wie lange können wir uns Strom und Gas eigentlich noch leisten? Auch das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Das sind für uns alle sehr, sehr zentrale Fragen, denn wir sprechen alle über Corona Tag und Nacht in den Medien voll, aber das sind die Dinge, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahre bis Jahrzehnte begleiten werden. Corona ist inshallah hoffentlich bald mal vorbei. Also da sollten wir vielleicht die Relationen mal ein bisschen zurechtrücken. Deshalb auch mein Video mit der Empfehlung dieser beiden Artikel, die ich unter dem Video platziere. Jetzt sage ich Servus und Ciao.